Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Just Feel It, die etwas andere Art der Meditation. Ja, vielleicht hast du Meditation schon kennengelernt und hast es an der einen oder anderen Stelle auch nicht so spannend gefunden wie ich. Das Sitzen, dann zwickt es im Rücken, Atemzählen, oftmals sehr technisch. Und ich habe mir überlegt, was heißt Meditation eigentlich? Letztendlich wollen wir uns selbst finden. Wir wollen mit uns selber in Berührung kommen, mit unserer Seele, unserem inneren Kern. Und was hilft dabei mehr, als echt zu fühlen? Aber wie kann ich fühlen, mich berühren lassen, mein Herz öffnen in einem Moment, mich fließen lassen, weich werden? Das kannst du mit einer Geschichte, die dich berührt. Und davon kann ich dir sagen, habe ich eine Menge geschrieben und die würde ich gern mit dir teilen. Schließe einmal deine Augen, um mit mir in diesen geheimnisvollen Garten und vielleicht längst vergessenen Garten deines eigenen Ich zu kommen. Nimm Platz auf einem gemütlichen Stuhl, vielleicht auf einem Sofa oder einer Parkbank. Nimm einmal einen tiefen Atemzug. Entspanne. Lass all das gehen, was im Moment nicht gebraucht wird. Alles ist gerade okay, so wie es ist. Du musst nichts ändern. Du hast einfach nur ein paar Minuten Zeit für dich und für dein Fühlen. Der alte Elefant. Schau mich an, den alten Elefanten. Siehst du mich vor deinen Augen? Riechst du den Savannenduft? Hörst du mein Schnauben? Spürst du die Schwere meines Körpers? Fühle mit deinen Händen meine dicke Haut. So viel Festigkeit, so viele Kerben, Schluchten und Falten, so viel erlebt. Heute bin ich ein alter Elefant. Ich möchte dir meine Geschichte erzählen. Ich führte ein Leben in der Natur. Glaub mir, es gibt keinen schöneren Platz. Eine Ewigkeit voll Sonne und Glück. Jeder Tag ein Fest. Aber glaub mir, es gab auch traurige Dinge. Und ein Schmerz, der für immer in mir bleibt. Ich lag am Boden, verzweifelt, fast tot. Als ein Mensch kam und mir meinen Sohn nahm. Aus Spaß an Jagen, für zwei weiße Zähne, die wohl wertvoll sind. Den Wert, den sie für mich hatten,
kann niemand bezahlen. Er war mein Fleisch und mein Blut, das mir genommen wurde. Mein Herz, das mir herausgerissen wurde. Eine große Wunde bleibt, wohl für immer. Ich habe gelernt, damit zu leben, weiter zu leben. Für mich und für meine Herde. Stark und sanft, so wie ich war. Mutig und verletzlich zur gleichen Zeit. Ich beschütze sie wieder, meine Herde. Mit all meiner Kraft. Ich kümmere mich jeden Tag mit all meiner ganzen Liebe. Das kann mir niemand nehmen. Meine Würde als Elefant. Und ich verurteile diesen Menschen nicht, der mir alles nahm. Meine Würde nahm er mir nicht. Er hatte eine Not, die ich nicht kenne. Aber mein Sohn kommt nicht wieder davon, dass ich ihn hasse. So sage ich mir jeden Tag, ich bin und bleibe ein Tier der Liebe. Achte auf mich und auf meine Herde, liebevoll und umsorgend, mit all meinem Mut und meiner Kraft. Beschütze ich sie vor allem Bösen, so wie es immer war, so wird es bleiben, denn ich bin ein Tier der Liebe. Ja, willkommen zurück. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt nochmal einen tiefen Atemzug. Bewegt euren Kopf noch einmal ein wenig hin und her. Lasst ihn vielleicht kreisen. Kreist eure Schultern. Bewegt eure Füße. Und kommt wieder an im Hier und Jetzt. Das war richtig schön. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen nach oben da und vielleicht abonniert ihr sogar meinen Kanal. Ihr würdet mir total dabei helfen, denn ich bin gerade erst am Anfang und habe noch eine Menge Geschichten. Würde mich riesig freuen, wenn sie in die Welt kommen können. Da freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Just Feel It. Macht's gut. Tschüss.